So, fertig. So. Ja, ein empfindliches Kabel. Das Kabel kommt, dann hört man das. Ja. Vielleicht schlägt mein Herz so laut. Kamera, die erste. Ich laufe auch. Okay. Gott, für den Film. Wir nennen die Schabbat Königin, also sie ist unsere Königin. Wir freuen uns, dass sie zu uns kommt. Bei uns in der Gemeinde ist es durchaus möglich, dass viele nicht koscher leben. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder kann das Judentum leben, wie es für ihn in Ordnung ist. Wichtig ist, dass er Nächstenliebe lebt und mehr eigentlich nicht, denke ich mal. Im Gottesdienst sind alle gleich. Es gibt keine Mittler und niemand, der irgendwie eine bevorzugte Stelle hätte. Als Kantor in der Synagoge bin ich meistens da auf der Bühne. Von dort leite ich das Gebet, da bete ich vor. Und das ist mein Platz in der Synagoge. Kantor sein, das ist für mich etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, weil es aus meiner Seele irgendwie rauskommt. Wenn ich singe, das fühle ich das in mir. In Hebräisch heißt das nicht Gottesdienst, sondern Tfila. Warum? Gottesdienst ist das ganze Leben. Der ganze Tag ist Dienst an Gott und beschränkt sich nicht nur punktuell auf die ein oder zwei Stunden. Der Schabbat-Gottesdienst gliedert sich, wenn man so will, in drei Teile. Einmal, dass man beginnt, sich so ein bisschen warm zu beten, einzubeten, sich zu konzentrieren. Dann hört man das auch schon am Gesang, am Gebet, es wird laut, es wird feierlicher. Nähert man sich dem Ausheben der Tora. ביום השישי נשיא לבני גד אליסב בן דאואל לקורבנו כעד כסף אחד שלו שיהיו מהמשקלה מזרק אחד. Es werden sieben Mitglieder aus der jüdischen Gemeinde, aus der Betergemeinschaft nach oben aufgerufen. Und das Ganze klingt allmählich wieder so ein bisschen ab. Also zunächst einmal ist es Tradition, dass man also zu Feiertagen, aber auch nach dem Gottesdienst nicht einfach auseinandergeht, sondern sich trifft und ein Kiddusch macht. Die Idee, die auch dahinter steckt, ist, dass alle Leute an Feiertagen auch was Gutes zu essen haben sollten. Und die einen können sich mehr leisten, die anderen weniger. Deswegen gibt es in den Gemeinden immer ein Essen für alle, um keinen auch bloßzustellen. Die jetzige Synagoge hier, die ist traditionell. Wir haben eine Einheitsgemeinde. Und zwar ist das eine Bestimmung, die der Zentralrat mit der Bundesregierung getroffen hat. Das sind Synagogen, wo alle Religionsrichtungen sich wohlfühlen. Also die ganz liberalen Leute, aber auch die Ultraorthodoxen können hier in dieser Synagoge beten. Wir haben also hier eine Trennung von Mann und Frau. Die Frau sitzt oben und die Männer sitzen hier unten. Wir haben die Ausrichtung in Richtung Jerusalem. Und wir machen den Gottesdienst auf Hebräisch. Frauen sitzen auf der Empore, weil sie nicht zum Gottesdienst verpflichtet werden sollen. Sie haben sehr viele Aufgaben im Judentum. Und auch Frauen brauchen keine Kopfbedeckung unbedingt zu tragen, weil sie was Besonderes sind für das Judentum. Es gibt von Fest zu Fest unterschiedliche Charakter.
ein Fest ist ein besinnliches Fest. Ich denke dann an Yom Kippur, das Versöhnungsfest. Das andere ist ein fröhliches Fest, zum Beispiel Laubhüttenfest. Also sie haben unterschiedlichen Charakter, aber in allen gemeinsam ist, dass wir sie gemeinsam auch in der Synagoge feiern. Die Feier der Feste sehen sehr unterschiedlich aus. Wenn ich zum Beispiel an Sukkot denke, dann geht man dann nach dem Gottesdienst in eine Laubhütte, die wir auch bauen in der jüdischen Gemeinde, versammelt sich dort, singt und isst dort miteinander. Man hängt in der und gestaltet die Tische mit Früchten aus Israel, mit den 7 Früchten. Es erinnert an die Wüstenwanderung und auch daran, dass Gott sein Volk nie im Stich gelassen hat. Und in Erinnerung daran bauen wir jedes Jahr zu Sukkot, dem Laubhüttenfest, die Hütten und sitzen und essen darin. Symbolisch haben wir in der Sukkah jeden Tag Gäste. Frank, da ist doch schon was dran. Für jeden Tag, die wir in der Sukkah sitzen, das ist Abraham, Yitzhak, Jakob, Moshe, Aaron, Josef und David, König David. Abraham hatte auch einen bunten Mantel, ich bin ganz sicher. Dann gibt es zu jedem Feiertag bestimmte Gerichte, die man also traditionell isst. Zum Beispiel zu Pesach essen wir kein Brot. Wir erinnern an den Auszug aus Ägypten und essen dann ungesäuertes Brot, Matzah. Dann haben wir zum Beispiel zu Purim Haman-Taschen oder Haman-Ohren. Haman war ein Minister, der die Juden ausrotten wollte und der über eine List dann aufgedeckt wurde und erhängt wurde. Und da essen wir Haman-Ohren oder Haman-Taschen und erinnern an diese Geschichte. Dann zu Chanukka, als der Tempel zerstört wurde, wurde das ewige Licht auch zerstört. Und das Öl, das also nur einen Tag reichen sollte, hat dann 8 Tage gereicht. Und man konnte neues Öl besorgen und dann essen wir Fettgebackenes und Berliner, um daran zu erinnern. Koscher heißt sauber und Kaschrut heißt also, dass die Lebensmittel, die wir benutzen, sauber sind und unbeschadet sind. Dass die Tiere, die wir essen, artgerecht gehalten wurden und in einer besonders schonenden Art geschlachtet wurden. Dann essen wir auch getrennt Milch und Fleisch. Wenn wir Milch essen, müssen wir 2 bis 3 Stunden warten, milchige Produkte, bevor wir dann Fleisch essen. Man mischt das nicht, man badet das Lämmlein nicht in der Milch der Mutter. Da ist so die Erklärung. Der Ursprung ist einfach, dass weise Leute dafür gesorgt haben, dass die Leute sich ordentlich ernährten. Und auch aufgrund dieser gesunden und sauberen Ernährung haben die Leute auch gut überlebt. Viele Dinge sind vielleicht heute nicht mehr zeitgemäß, aber wir haben ja jetzt auch eine ganz andere Lebensmittelsituation. Es gibt den hebräischen Begriff Shomer Shabbat. Shomer heißt hüten, Shabbat hüten. Wenn ich ein religiöser Jude bin, ein Shomer Shabbat, dann beachte ich den Shabbat und die Gebote des Shabbates, all das sein zu lassen, alle Arbeiten niederzulegen, die ich sonst am Werktag verrichte. Shabbat bedeutet wirklich, sich fallen lassen, relaxen, ruhen, sich auf den heiligen Tag Shabbat zu konzentrieren, zur Synagoge zu gehen, zu beten und dann zu Hause schön mit der Familie zu essen. Keinerlei Arbeit sollst du verrichten an meinem heiligen Tag Shabbat. Und in Israel ist es besonders so, dass man sieht, dass die Autobahnen sind sehr leer und es wird nicht so oft gefahren, nicht so viel gefahren. Und ja, man ist mit der Familie, man schaltet alles ab, man benutzt kein Handy. Das ist so eine Zeit für sich. Wenn man in Münster koscher leben will, ist es eigentlich insofern schwierig, weil es keine Lebensmittelläden gibt, die das also verkaufen. Das koschere Essen ist für uns irgendwo eine Identität. Also wenn ich jetzt in Israel bin zum Beispiel, da fühle ich mich da nicht so eingeengt. Aber hier ist das irgendwo, lebe ich ja meinen Glauben nur hier in der Synagoge oder zu Hause. Der Rest der Welt ist ja recht christlich geprägt. Und deswegen war es mir dann auch wichtig, auch für mich und meine Kinder, dass wir zu Hause versuchen, ziemlich viele Dinge einzuhalten, damit die auch diese Tradition erleben. Jetzt leben meine Großen
in New York und da leben über 1,5 Millionen Juden und da ist es überhaupt kein Problem, koscher zu leben und das machen die dann auch. Aber hier ist es eine größere Identitätsfindung. Es gibt keine typische irgendwie eine Art und Weise, wie man eine Synagoge bauen muss. Damals waren die Synagogen so hoch gebaut mit Türmen und so wie die Kirchen zum Beispiel. Eine Synagoge für uns Juden ist so ein Tempel. Das heißt auch Bet Mikdash Me'at auf Hebräisch, der Tempel in Jerusalem, Bet Mikdash hieß der. Und Bet Mikdash Me'at, das ist ein bisschen Tempel. Und die Synagoge ist kein Ersatz für den Tempel, weil alle unsere jüdischen Gebete, sie implizieren unsere Sehnsucht nach der Wiedererrichtung des Tempels in Jerusalem. Nach der Zerstörung des Tempels mussten wir Orte haben, wo wir uns als Jude zum Gebet und zum Feiern unserer jüdischen Feste versammeln konnten. Hebräisch ist die heilige Sprache, Lashon HaKodesh. Warum? Die Tora, die ganzen Prophetenbücher, alles ist in Hebräisch geschrieben. Sobald der Betende in Hebräisch betet, nimmt er eine Verbindung auch zu Israel auf. Und Hebräisch ermöglicht die Einheit und Einigkeit des jüdischen Volkes auf der ganzen Welt. In 1810 hat die Stadt Münster auf Drängen der französischen Regierung den Juden Stadtrechte gegeben. Kurz nachdem die ersten Familien hier sich angesiedelt hatten, starb ein Kind, ein neugeborenes Kind. Und die Abgeordneten der Gemeinde gingen zum Bürgermeister und sagten, wir brauchen sofort eine Bestattungsstätte. Wir dürfen das Kind nicht länger als einen halben Tag Ruhe lassen. Und damals hat dann der neue französische Präfekt gesagt, Bürgermeister, du wirst sofort der Gemeinde ein Stück Land, das in der Nähe der katholischen Friedhöfe liegt, überstellen. Diese Gemeinde hat das Recht auf einen eigenen Friedhof, sodass das Kind an diesem Tag bestattet werden konnte, sogar mit Hilfe von Seiten der Stadtpolizei, die den Trauerzug begleitete, damit keine Übergriffe erfolgten. Also das war damals auch schon ein Thema. Dieser Friedhof hier ist eine Spur jüdischen Lebens. Das mag im ersten Moment vielleicht überraschen, aber es ist insofern eine Spur jüdischen Lebens, dass hier an den Bestatteten ablesbar ist, dass es einen Neuanfang gab, dass eine dritte Gemeinde nach der mittelalterlichen, nach der Gemeinde des 19. und 20. Jahrhunderts möglich war. Das Projekt der Dokumentation des jüdischen Friedhofs Münster hat mit einem Zufall begonnen, nämlich dem, dass ich im Jahr 2011 eine Lehrveranstaltung hebraistische Übungen angeboten habe. Wir hatten eine Teilnehmerin aus Münster dabei, Frau Frankenthal, die sagte, ja, wir haben doch auch einen schönen Friedhof in Münster. Frau Frankenthal besorgte dann den Schlüssel und so waren wir hier auf dem Friedhof, haben uns das vor Ort angeschaut und gesagt, damit muss man unbedingt was machen. Das ist ein kulturgeschichtlich wichtiger Ort für Münster, den es zu dokumentieren gilt, weil die Grabsteine vielfach Berger Sandstein, auch mit der Zeit verwittern. Der erste Schritt war die Säuberung der Grabsteine. Das ist nach jüdischem Brauch durchaus nicht unbedingt so, dass man das gerne sieht und macht. Aber für die Fotografien war es natürlich wichtig. Wir haben erstmals überhaupt alle ca. 400 Grabsteine dieses Friedhofs fotografiert, dokumentiert, entziffert, in Familiengeschichte eingebunden und über die Homepage einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Ganze hat insgesamt 3 Jahre gedauert.
Erstes Ziel des Projekts war zunächst einmal die Dokumentation und dann in einem zweiten Schritt einmal zu schauen, das ist für uns als Theologen sicher auch nochmal besonders interessant, gibt es zum Beispiel bestimmte Aufnahmen von Bibelzitaten, wie verändert sich eigentlich die Begräbniskultur, die Sepulkralkultur, kann man an den Grabsteinen vielleicht ablesen, wie man sich als Jude in Münster versteht. Kann es ein Ben sein? Ganz generell wird man, was die Mentalitätsgeschichte in der jüdischen Gemeinde angeht, sagen können, dass man hier wie auf fast allen Friedhöfen in Deutschland eine gewisse Entwicklung sehen kann von einem mehr traditionellen Judentum zu einem Judentum vor allen Dingen dann während des Deutschen Kaiserreiches, das sich mit der Mehrheitsgesellschaft aktiv auseinandersetzt und ein Stück weit auch ihr anpasst. Man sieht es auch daran, dass bestimmte künstlerische Elemente übernommen werden. Wenn wir uns zum Beispiel für das 20. Jahrhundert ein Grab anschauen, dann gibt es hier eine Figur, eine Trauernde. Und diese gleiche Figur wird 2 Jahre früher auf dem Zentralfriedhof ebenfalls gesetzt. Und man kann sich vorstellen, das hat den Eltern dieser verstorbenen jungen Frau gut gefallen. Und man hat so eine Figur sich für den Friedhof hier gewünscht. Wir sehen eine sehr große Aufgeschlossenheit für die Formen der Zeit. Wir haben hier neoklassizistische Reliefs auf einem Grabstein. Wir haben auf einmal ein Foto auf einem Grabstein. Das sind eher untypische Dinge für einen jüdischen Friedhof. Das Gleiche gilt auch für die Trauerhalle. Ein Bau von Peter Wilhelm Strupp, jemand, der Art Deco und Bauhaus verbindet. Wir haben hier auch den Grabstein eines Arztes, auf dem man auf der hebräischen Seite sehen kann, dass von ihm gesagt wird, er hätte Israeliten, also Mitglieder der jüdischen Gemeinde und auch Nicht-Israeliten, also Mehrheitsgesellschaft, ohne Lohn zu fordern, geheilt, behandelt, weil sie arm waren. Zviso Fair ist eine Persönlichkeit, die wichtig für die Gemeinde in den 60er und 70er Jahren war. Zviso Fair war einerseits Kantor in der Gemeinde, also Chazan, und andererseits war er Mitarbeiter der Universität Münster und hat am Institutum Judaicum de Licianum gelehrt. Wenn ich mir die Biografie von Zviso Fair anschaue, dann lässt sich feststellen, dass er auch immer wieder an Ausstellungen beteiligt war, dass er Schallplatten aufgenommen hat, dass er auch immer versucht hat, Judentum publik zu machen, öffentlich zu machen, als eine Religion, die Feste feiert, die wieder lebt. Und er hat sehr viel Judaiker gesammelt und bis heute ist ein wichtiger Grundstock für das neue jüdische Museum in Berlin, die Sammlung Zviso Fair. Siegfried und Else Goldenbergs Namen verbinden sich vor allem mit dem Wiederaufbau nach 1945. Siegfried ist ein Fleischermeister. Else, seine Frau, ist Näherin und hatte teilweise eine Geschäftsbeteiligung. Und nachdem sie durch eine Odyssee durch die KZs in Europa immer wieder weiter überstellt werden, ihre Tochter auch im KZ stirbt, finden sich die beiden in Bochum zunächst wieder und kommen dann gemeinsam zurück nach Münster, tun sich mit anderen Zurückgekommenen zusammen. Zunächst feiern sie den Gottesdienst in ihren Privaträumen in der Marx-Heindorf-Stiftung am Kanonengraben. Die beiden sind ja auch von der Stadt ausgezeichnet worden mit der Paulus-Medaille für ihre Arbeit, für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde und sind so vielleicht eine Identifikationsfigur dafür, dass jüdisches Leben in Münster nach 1945 weitergeht. Goldenbergs haben eigentlich den Menschen, die nicht wussten, wohin, die Displaced Persons, die überall rumirrten, zerlumpt und verhungert, denen haben sie versucht, hier in Münster eine Heimat zu geben. Das war so, dass die Familie Goldenberg in der Max-Heindorf-Stiftung wohnte. Und das waren Onkel und Tante meiner Mutter. Und meine Mutter stammte aus Bochum, mein Vater aus Schmalenberg im Sauerland. Da war aber keine Möglichkeit mehr für jüdisches Leben. Und dann haben Goldenbergs gesagt, kommt nach Münster. Also es war aufgebaut, der vordere Teil. Der war ja nur ausgebrannt. Der hintere Teil war total zerstört. Das war ein Bombengrundstück.
Da haben wir dann so gespielt als Kinder. Und dann gab es unten ein Schulzimmer, den kleinen Gebetsraum. Da fand jeden Freitagabend Gottesdienst statt und jeden Samstag auch. Und im Anschluss gab es einen Imbiss, den wir Kiddusch nennen. Und es gab einen großen Saal, groß war der eigentlich nicht, aber für Kinder ist alles groß, wo man sich nach dem Gottesdienst oder zu Feiertagen getroffen hat. Und dieses eine Fenster, das war der Raum, wo meine Eltern und mein Bruder und ich gelebt haben. Kein Bad, keine Küche, kein gar nichts. Aber das war üblich da. Also in jedem Zimmer, quasi in dem Haus, ob Keller oder Dach, da lebten Menschen. Das war eigentlich eine Grundschule für jüdische Kinder bis 1938 und auch ein Rabbinerseminar und Lehrerausbildungsseminar. Das war quasi der Schulhof und da gibt es ein Foto, wo die letzte Klasse mit dem letzten Rabbiner auf dieser Treppe steht. Davon haben nur zwei überlebt. Also das war ein ganz großer Zusammenhalt. Jeder half jedem. Und es gibt bei uns im Judentum verschiedene Gruppierungen, die Menschen helfen. Also einmal eine Gruppierung, die geht zu Kranken und versorgt die. Dann gibt es die Chevra Kadisha, die zu Sterbenden geht oder zu Trauernden. All das hat es gegeben und wir hatten alle Feiertage wirklich immer durchgezogen, was bei den wenigen Menschen, die wir waren, wirklich eine enorme Leistung gewesen ist. Jeder fühlte sich verantwortlich. Dass das funktioniert. Und es wurde auch enorm viel gefeiert. Also nicht nur jüdische Feiertage so, sondern auch Chanukka-Bälle, Simchat Torah-Bälle, weil die Menschen mussten was nachholen. Die hatten ja schreckliche Erlebnisse und die haben enorm gefeiert. Und ich habe ab meinem vierten Lebensjahr getanzt. Also ich habe überall rundum in Deutschland auf Bällen getanzt und lag dann irgendwann ganz müde immer da drunter und habe mitgekriegt, wie die Erwachsenen Spaß hatten. Das ist jetzt die erste Etage, in der früher der Rabbiner gewohnt hat und später nach 45 Goldenbergs. Also hier war die Zentrale der jüdischen Gemeinde. Ja, und als Herr Goldenberg gestorben ist, habe ich es übernommen. Ja, kommen Sie rein. Also hier war ein Tisch und Stühle und hier wurden die Jungs vorbereitet für die Bar Mitzwa. Hier, das ist Else Goldenberg mit ihrer kleinen Tochter Miriam. Die Miriam ist ja umgebracht worden in Riga. Und das sind Goldenbergs bei einer Feier in der Gemeinde. Das muss dann so wahrscheinlich Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Hier war auch Goldenbergs Couch. Hier fand alles statt. Darunter habe ich gesessen und immer die langen Ohren gemacht und gehört, was da so los war. Ne? Ich wusste wohl, Auschwitz ist was ganz Schreckliches, weil ich bei Goldenbergs immer wieder mitkriegte, dass dann fürchterlich viel geweint wurde bei den Erwachsenen. Aber ich konnte mir das nicht zusammenreimen. Und mein Vater hat über seine Erlebnisse nie gesprochen, bis zu seinem Tode nicht. Und genau habe ich es erfahren, nachdem meine Mutter gestorben ist und ich in Israel war. Da war ich dann in Yad Vashem und habe also genau gesehen, was bedeutete Auschwitz. Und dann habe ich von da an alles gelesen, was damit zu tun hatte und wollte natürlich nie wieder zurück. Aber da meine Mutter gestorben war, musste ich zurück. Mein Vater wollte nicht schon wieder Familienmitglieder verlieren. Also es waren dann so Ende der 50er Jahre circa 100 Seelen, die die Gemeinde bildeten. Und dann hat man gesagt, na ja, vielleicht werden wir noch mehr. Und das Grundstück hier, dieses Grundstück, wo wir jetzt sind, das war ja noch vorhanden. In anderen Städten waren die ehemaligen Synagogengrundstücke bebaut oder verkauft worden. Und deshalb konnte man hier wieder bauen. Und im Mai 1961 wurde eingeweiht. Und das war schon eine tolle Sache. Die jüdische Gemeinde hat sich verändert
Sie war in den 1880er Jahren bereits wieder in einer Situation, dass sie in eine zahlenlose oder in eine zahlenmäßige Bedeutungslosigkeit abgerutscht wäre durch fehlende Mitglieder, sodass wir oftmals keine vollständigen öffentlichen Gottesdienste feiern konnten. Das war im Jahre 1990, da wussten wir noch von keiner Auswanderung, sondern es kam einfach aus Berlin völlig unerwartet eine Anfrage. Wir haben hier ein Sammellager mit vielen jüdischen Flüchtlingen. Seid ihr daran interessiert, Flüchtlinge aufzunehmen und bei euch, dass sie bei euch wohnen? Und dann sagten wir ganz begeistert, ja, das war eine neue Chance für uns, die Gemeinde wiederzubeleben. Keiner sprach Russisch und die Neuangekommenen sprachen kein Wort, weder Englisch noch Französisch noch irgendwas, noch Deutsch. Also ergab sich einfach die Notwendigkeit, um ins Gespräch zu kommen. Und da ich in beiden Sprachen Muttersprachlerin bin, dann erbot es sich natürlich, jemanden mitzunehmen, der der Sprache mächtig ist. Und ich glaube, nach einem Jahr, so 1991, als die Innenministerkonferenz beschlossen hat, im geregelten Verfahren Kontingentflüchtlinge aufzunehmen, da begann die Sozialarbeit per se. Also wir hatten sehr große Erwartungen an die neuen Mitglieder aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Die Erwartungen waren, dass gleichbedeutend mit dem Anstieg der Mitglieder, der neuen Mitglieder in der jüdischen Gemeinde, auch die Beteiligung an den Veranstaltungen in der Gemeinde wachsen würde. Das war nicht so der Fall. Das hieß, der Vorstand musste sich umstellen und erstmal Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine Beteiligung der Neuen auch an den Angeboten der jüdischen Gemeinde stattfinden kann. Wieso das Sozialbüro entstanden ist, aus der Notwendigkeit, völlig hilflose, sprachlose Leute zu betreuen und noch nicht mal zu integrieren, das war der nächste Schritt, sondern einfach helfen, zurechtzufinden in einem völlig fremden Land, in einer völlig fremden Gesellschaftsordnung und wo alles unbekannt war. Familienzusammenführung stand dann damals fast an erster Stelle. Weil es kamen meistens Flüchtlinge alleine, um so ein bisschen zu sondieren, wie es ist mit einem Koffer. Und dann kam vielleicht die Ehefrau mit Kindern nach oder die alten Eltern kamen nach. Es gibt eine Organisation, die heißt Claims-Konferenz. Da musste ich und muss jetzt noch für Überlebende des Holocaust, KZ, Ghetto-Überlebende und solche, die fliehen mussten, Anträge, ganz ausführliche Anträge anfüllen, wo es stand, beschreiben Sie, was mit Ihnen während des Krieges passiert ist. Und die Biografien, die mir ganz ruhig und tränenlos erzählt wurden, waren so furchtbar, dass sie mich nicht losließen. Ich war damals sowieso recht dünnhäutig. Als langjährige Sozialarbeiterin legt man sich und muss sich ein dickeres Fell zulegen. Aber diese Geschichten verfolgten mich teilweise auch noch heute. Das war das Belastendste. Bei mir liefen die Fäden zusammen. Hallo Frau Roth, was gibt's Neues? Weil die erste Instanz, bevor sie zum Vorsitzenden ging, war erstmal das Sozialbüro. Dann fange ich mal an. Die Unterstützung vom Sozialamt und vom Arbeitsamt war ja auch da. Wir waren die Zusatzhilfe zu den städtischen Instanzen. Und somit finde ich, dass wir eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Jüdische Gemeinde Münster, Sozialbüro. Heute hat sich die Arbeit insofern verändert, da der Zustrom von Zuwanderern fast versiegt ist. Zuerst war das ja aus der Notwendigkeit heraus entstanden, das Sozialbüro, dass man dolmetschen musste. Und dann wurde es immer mehr. Jetzt sagt auch Herr Fehr, unser Vorsitzender, wir sind ein Servicecenter. Ja, und so sehen wir das. Also Hilfe in jeder Situation. Zur Verminderung meiner Arbeit führt auch das, dass die Leute jetzt Kinder und Enkel haben, die statt meiner dolmetschen. Und die ganze Arbeit, die ich als Sozialbetreuerin gemacht habe, übernehmen, weil sie ja hier aufgewachsen sind und manchmal besser die Gesetze kennen als ich. Madrich bzw. Madricha, das ist unsere Bezeichnung in der Jugendarbeit, bedeutet so viel wie Wegweiser auf Hebräisch oder Wegweiserin. Als ich selbst ein Kind war
muss ich sagen, hat für mich Hatikva bedeutet, dass ich jede Woche etwas machen kann, was nichts mit Schule zu tun hat und wo ich mich mit Leuten treffen kann, die mir Dinge beibringen über mich selbst, die ich noch gar nicht wusste, über meine Geschichte, über meine Familienkultur und über die Kultur des Volkes, von dem ich abstamme. Unser Jugendzentrum Hatikva findet einmal in der Woche statt, gleichnamig mit der israelischen Nationalhymne, bedeutet das Hoffnung. Und da machen wir mit den Kindern alle möglichen Sachen, die aktuelle Themen betreffen. Wie heißen die Rohre, in denen Erdöl und Gas transportiert wird? Seit 20 Jahren unterrichte ich Kunst für Kinder bei meiner privaten Schule, Kinderkunstschule. Hier bei der Gemeinde arbeite ich mehr als 23 Jahren und ich bin für Kinder immer zuständig, egal in welche Fragen. Ich arbeite, ich male mit Kindern, wir vorbereiten die Feste, Chanukka, Purim. So, drei Superstars, seid ihr bereit? Es geht mir um jüdische Kultur, es geht um jüdische Traditionen. Das finde ich gut, wenn die Kinder es kennenlernen. Wir kommen fast alle ursprünglich aus der Sowjetunion, wo das alles verboten war. Ich war eine Lehrerin und für mich war es total gefährlich, einfach eine Synagoge zu besuchen. Ich habe selbst auch als Kind viel gemalt bei einem jüdischen Lehrer und der hatte uns immer gesagt, es gibt keine unbegabten Kinder. Man muss nur irgendwie das fördern, dass das Kind was machen wird. Der jüdische Religionsunterricht sowohl für die Grundschulen als auch für die Stufen Sek 1 und Sek 2 sind dem christlichen Religionsunterricht gleichgestellt. Das bedeutet, es gibt Lehrpläne, es gibt Lernziele und es gibt auch eine staatliche Kontrolle. Es wird unter staatlicher Aufsicht durchgeführt. Ich habe zwei Unterrichtsaufträge. Das eine ist das Vermitteln von Kompetenzen und Wissen, das damit zusammenhängt. Das andere ist das Vermitteln von Identität, das guterweise auch Teil des Lehrplans ist. Für mich ist das wichtig, jüdische Werte zu vermitteln und die Kinder auch dazu anzuhalten, das Bewusstsein zu erlangen, Dinge zu tun, weil es jüdischen Werten entspricht. Warum kann eine Organspende möglich sein, obwohl ich ja eigentlich den Körper unangetastet lassen muss? Das Leben eines und zu retten. Lebensrettung. Also Lebensrettung ist so ein hohes Gut, dass man damit oder dass die modernen Rabbiner, die sich mit der Medizin und mit der Medizinethik beschäftigen, genau in dem Bereich sagen, anhand dessen kann ich begründen, dass ich etwas mit dem Toten mache, was ich eigentlich nicht machen darf. Wichtig ist die Jugendarbeit für uns, dass die Kinder an die jüdische Gemeinde herangeführt werden, dass sie eine Beziehung zur jüdischen Gemeinde aufbauen. Hier wird gefördert und gefordert, aber spielerisch. Sie fördert das Bewusstsein der Kinder, dass die jüdische Gemeinde ihr jüdisches Zuhause ist und sicher natürlich dann auch in der Zukunft das Überleben der jüdischen Gemeinde. Mitzwa bedeutet übersetzt so viel wie gute Tat und das ist auch das ganze Motto vom Mitzwa Day, eine gute Tat an diesem Tag zu vollführen. Der Mitzwa Day bietet uns die Gelegenheit, das einmal komplett mit der ganzen Gemeinde zu tun. Und zwar haben ihre Kinder, alle die letzte Woche zusammen bei Hatikva dabei waren, Kekse gebacken mit uns zusammen und Nina, unter der Anweisung von Nina. Vielen Dank dafür nochmal. Und anschließend die Backwaren für Spenden eben an die Gemeindemitglieder zu verkaufen. Die Spenden gehen dann am Ende an einen gemeinnützigen Zweck. Ich denke, dass wir heute bei den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen feststellen, oder ich stelle das fest, dass die Säkularisierung der Gesellschaft sich auf die Wertesysteme der Jugendlichen auch auswirken. Der Religionsunterricht verliert an Bedeutung. Religion vermittelt Werte, Religion kann Halt geben. Und ich bin davon überzeugt, dass Kinder sowas brauchen.
Also persönlich habe ich das Gefühl, dass man in der Gemeinde sehr wertgeschätzt wird, wenn man diese Jugendarbeit übernimmt, auch von den Älteren. Für mich persönlich geht es nicht um Glauben, sondern um die Gemeinde. Ich bin für unsere Gemeinde, für meine Gemeinde ist da. Ich habe das Gefühl, ich gehöre hierhin. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, deren Fragen, deren kritische Fragen auch, die mich immer wieder animieren, selber nochmal nachzulesen, nochmal nachzudenken. Und die Kinder sind wirklich toll, wenn sie die Möglichkeit haben, kritisch sich mit Dingen auseinanderzusetzen und auch wissen, dass das beantwortet wird oder zumindest darauf eingegangen wird. Das macht mir riesigen Spaß. Der Chor war in 2002 von Alexei Machotin gegründet. Und ich habe ihn übernommen in 2005. Man hat mich einfach gebeten, dass ich diesen Chor übernehme, weil ich habe schon auch große Erfahrung mit den Sängern, mit dem Chorarbeit, selbst bin ich Pianistin. Und ich habe in Kiew an der Musikhochschule Glier seit 20 Jahren gearbeitet und habe versprochen, dass ich mache das. In Münster, da ist keine professionelle Chor, Amateurchor, aber die Leute, die ihn besuchen, singen sehr gerne. Da sind die Leute, die kamen auch aus dem ehemaligen USSR und die möchten einfach einen Kreis für Unterhaltung haben und mit Musik sich beschäftigen. Ich nehme moderne Lieder, moderne israelische Lieder, das habe ich auch in Deutschland diese Lieder kennengelernt und Psalmen aus der Bibel und mit mehreren Sprachen. Es kann ein Lied bei uns deutsche Sprache, russische Sprache, hebräische Sprache sein. In der Gemeinde gibt es verschiedene Arten von Feiern, zum Beispiel Seniorenclub, und dort singen die Leute ganz gerne. Стараемся каждый месяц сделать вечер встречи, на который приходят наши члены клуба, чтобы как-то развеяться, как-то друг с другом побыть, поговорить. Вот это самое главное. Практически сеньорен-клуб можно охарактеризовать как забота о старых людях. Это уход за больными, это посещение старых людей. И мы каждый месяц составляем план работы, где пишем, что мы будем делать. Туда входят и встречи, и поездки, и беседы с людьми, с артистами. Жизнь наша здесь, она связана с тем, что мы общаемся, люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, мы все общаемся. И вот этот вот сеньорен-клуб дает возможность собираться нам и быть как-то близки друг к другу. И это очень, очень влияет на наших людей.
Adonolam Asher Malach Beterem Kolli Tzir Nivra Ve'et Nasa Ve'etza Kolla Zayim Alev Shimo Nikra Ve'yahare Kichlot Dakol Nevado Yimloch Nora Hu Haya Ve'u Hove Hu Yehye Betifara Adonolam Asher Malach Beterem Kolli Tzir Nivra Ve'et Nasa Ve'etza Kolla Zayim Alev Shimo Nikra Ve'yahare Kichlot Dakol Nevado Yimloch Nora Ve'u Haya Ve'u Hove Betifara Ve'u Haya Ve'u Hove Betifara. Das ist ein Fragment aus unserem Schabbat, Erev Schabbat. Hier ist der Ort, wo man zusammenkommt als Jude mit anderen Juden, dass man sich untereinander austauscht. Hier kommt man zusammen zum Gebet, hier kommen wir zusammen zum Feiern, die jüdischen Feste zu feiern. Eigentlich wie für jedes Volk, für jede Religion, das Essen gehört zu den Feiertagen. Die Leute sitzen alle zusammen am Tisch, sie haben Spaß bei der Unterhaltung, sie fühlen sich als eine Gemeinde. Gefüllte Fisch, sagt man so auf Jiddisch, das gehört zu jedem Feiertag, das ist ein Muss auf dem festlichen Tisch. Eigentlich bin ich Lehrerin, aber bedauere ich so sehr, dass ich nicht früher die Köchin geworden bin. Ja, das gefällt mir. Ich mag kochen, ich mag backen, ich mag das alles für die Gemeinde machen. Ich freue mich, wenn die Leute hierher kommen, mit den Kindern, die ganze Familie, wenn sie hier sich wohlfühlen, wenn die Kinder hier Spaß haben. Also das alles gehört dazu. Und da am Rosh Hashanah Fleischiges serviert wird, arbeiten heute hier in der fleischigen Küche. Anderer Raum ist milchige Küche. Im Judentum ist das Essen sehr eng verbunden mit den Feiertagen. Es gibt spezielle Gerichte zu jedem Feiertag. Und Volldampf, 100%. Rosh Hashanah, neues Jahr, muss süß sein. Buchstäblich süß. Wir bereiten Möhren. Wir bereiten Paprika, Zucchini, viel Gemüse kommen auf den Tisch und alles in fröhlichen Farben. Es muss ein bisschen süßlich und würzig sein. Die Köpfe, Karpfenköpfe, symbolisieren am Anfang des Jahres, dass wir alle am Anfang, nicht am Ende stehen. Purim, wir backen Hommentaschen. Das macht Spaß den Erwachsenen und den Kindern auch. Es wird getanzt, es wird gegessen. Ich schreibe einen Zettel, wir werden zusammen backen. Und die kommen. Wir backen Chalot, wir basteln Hommentaschen. Also ich versuche ihnen beibringen, diese Kultur, diese Bräuche. Und ich mache das gerne und die Kinder kommen auch gerne. Sie haben Spaß am Backen, am Feiern und sie identifizieren sich auch mit dieser Kultur dadurch. Das ist ein kleines Teil, was ich machen könnte, kann und das tue ich. Ты говорила, что не забудешь добрых и ласковых встреч. Порой с тобой. Спасибо. Ich halte den Aufbau, die Struktur, die Organisation der jüdischen Gemeinde, so wie wir sie haben in Münster verbrieft und verfasst in der Satzung, für sehr angemessen, für sehr gut, weil sie ist demokratisch strukturiert und weil sie so ausgelegt ist, dass sie eine Community von Laien für Laien ist, ist jeder eigentlich eingebunden.
Unsere Gemeinde in Münster, die jüdische Gemeinde, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das bedeutet, sie ist eine autonome, sich selbst verwaltende Gemeinde, gibt sich selbst eine eigene Satzung. In der Satzung ist alles festgehalten, wie zum Beispiel, dass sie religiös ausgerichtet ist nach dem Religionsgesetz. Nach den Schrecken des Holocaust entstanden die sogenannten Einheitsgemeinden mit einer konservativ-traditionellen bis orthodoxen Ausrichtung, so auch hier in Münster. Die jüdische Gemeinde ist wie folgt demokratisch gegliedert. Das bedeutendste Organ ist die große Mitgliederversammlung mit allen stimmberechtigten Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Entlastung des Vorstandes, des Jahresberichtes, die Tätigkeit im Finanzbericht. Wenn Satzungsänderungen anstehen, führt die Mitgliederversammlung den Beschluss herbei. Oder wenn eine Wahl ansteht, dann verabschiedet sie die Wahlordnung. Ein weiteres Organ der Gemeinde ist die Gemeindevertretung. Sie wird aus der Reihe der Mitgliederversammlung gewählt. Ihre Aufgabe ist, das Ohr an der Basis der Gemeinde zu haben, zu hören, wo sind die Interessen der Gemeinde und sie vor allem auch dann gegenüber dem Vorstand zu formulieren. Das dritte Organ in der jüdischen Gemeinde ist der Vorstand. Dem Vorstand obliegt so die Organisation, die Koordination, dass die Gemeinde, das Gemeindeleben nach innen hin funktioniert. Und ihm obliegt auch die Außenvertretung der jüdischen Gemeinde. Unsere Gemeinde in Münster ist dem Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe angeschlossen. Die Aufgabe unseres Landesverbandes ist, die jüdischen Gemeinden zu fördern, finanziell, materiell, personell und hilft auch bei der Integration jüdischer Migranten. Eine weitere Aufgabe ist, die politischen Interessen der jüdischen Gemeinden zu bündeln und gegenüber den Landesregierungen oder auch der Bundesregierung zu vertreten. Unsere Gemeinde in Münster lebt von vielfältigem Engagement ihrer Mitglieder. Einige wenige dieser Aufgaben werden von hauptamtlich beschäftigten Mitgliedern übernommen. Der Großteil aber wird ehrenamtlich getragen. Für die Gestaltung des jüdisch-religiösen Lebens innerhalb der Synagoge sind auch verschiedene Personen in unserer Gemeinde zuständig. Einmal der hauptamtliche Kantor. Seine Aufgabe ist es, den Gottesdienst zu gestalten, zu rezitieren, und er koordiniert die Gemeinde im Gebet. Dann gibt es den Gabbe. Seine Aufgabe ist, den Gottesdienst zu unterstützen, beim Aufruf der Mitglieder zur Tora zu helfen und auch für einen reibungslosen Ablauf des Gottesdienstes zu sorgen. Wir hätten ganz gerne ein drittes religiöses Amt auch besetzt, nämlich das religiöse Amt eines Rabbiners. Wir sind als jüdische Gemeinde auf der Suche. Der Rabbiner hat Judaistik viele, viele Jahre studiert und ist in einer Gemeinde geistiger Mentor. Er legt die Tora aus, ist also Prediger. Er ist aber auch Religionslehrer. Er ist Spender von Hoffnung bei Krankheit oder im Todesfall von Mitgliedern auch Trostspender. Ein wichtiges Amt ist die Chevrat Kadisha. Das sind die Mitglieder, die Sterbende begleiten und nach dem Eintritt des Todes für die rituelle Reinigung, Waschung, Einkleidung und Bestattung Verstorbener zuständig sind. Denn so geben wir den Verstorbenen auch nach Eintritt des Todes nicht in fremde Hände. Es ist ein hohes Ehrenamt, einer der größten Mitzvotspflichten im Leben eines Juden, einer Jüdin. Die jüdische Gemeinde mit ihrer Synagoge, dies hier ist der Kristallisationspunkt für alle Juden in Münster, dass sie wissen, sie haben hier am Ort auch ein jüdisches Zuhause. Hier wird die Geburt gefeiert, hier findet die Beschneidung statt, hier findet die Feier für die Religionsvolljährigkeit statt. Hier findet im günstigsten Fall auch die Ehe unter dem Baldachim statt.
und in der jüdischen Gemeinde versammeln die Mitglieder sich zum Gebet, zu den Feiern, zu den Mitgliederversammlungen. Judentum, die jüdische Religion, vollzieht sich nur durch und mit in der Gemeinschaft. Was für mich die Gemeinde charakterisiert, ist vor allem ja, ihre Weltoffenheit, dass 95% unserer Gemeinde halt aus russischsprachigen Ländern kommen. Ich finde es eine Bereicherung, dass wir so viele neue Mitglieder haben und so viele neue Mentalitäten und ja, Typen, Menschentypen hat. Was unserer Gemeinde fehlt, das ist einmal der Rabbiner, den ich mir sehr wünsche. Was ein bisschen fehlt, das ist eine größere Beteiligung unserer Mitglieder an unseren Schabbat-Gottesdiensten. Was fehlt und ich mir auch wünschen würde, eine stärkere Beteiligung unserer Kinder und Jugendlichen an Angeboten unserer Jugendleiter im Jugendclub Hatikva. Leute mit 30, 40, die haben eigene Familien, sind voll integriert und die brauchen die Gemeinde nicht. Die kommen auch nicht, die kommen nicht zum Gottesdienst, die kommen wenig zu Veranstaltungen. Wir haben ja alle möglichen Veranstaltungen. Und dass sie die Kinder bringen, dass wir eine Zukunft sehen. Das ist mein sehnlichster Wunsch, dass alle Alterskategorien hier vereint sind. Es ist für mich eine Ehre, in der jüdischen Gemeinde als Vorsitzender ehrenamtlich tätig sein zu können. Und eine besondere Verpflichtung, die auch beinhaltet, dass ich überwiegend auch ansprechbar bin für unsere Gemeinde, für ihre Nöte, für ihre Sorge, dass ich dafür auch ein offenes Ohr habe. Hallo, reinspaziert. Herzlich willkommen in unserer Synagoge. Und wir machen jetzt gleich einen kleinen Ausflug in das jüdische Leben. Das ist das Schma Israel, das höhere Israel, was im Gottesdienst gebetet wird. Mishalem, Zachar, Tov, Nireaf. Sie alles verstanden? Ich habe mit den Führungen angefangen, als ich gemerkt habe, wie ignorant Leute sind. Ich war Lehrerin und in der Schule habe ich dann gehört, wie Kinder sich gegenseitig beschimpften, du Jude. Und dann habe ich gefragt, wieso machst du sowas? Das ist doch kein Schimpfwort. Ach, diese blöden Juden und so weiter. Da wurden also alle Klischees aufgerollt. Und ich habe mir gesagt, woher wisst ihr, dass das so ist? Und dann meinten sie, ja, unsere Eltern sagen das. Und dann fragte ich also natürlich, kennt ihr Juden? Nee, um Gottes Willen, wir kennen doch keine Juden. Und dann habe ich gesagt, doch, ihr kennt mich. Ich bin Jüdin. Und das hat dann also zu einer riesen Betroffenheit und Schweigeminute geführt. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann haben diese Kinder den Wunsch geäußert, die Synagoge kennenzulernen, nachdem ich dann also auch mit ihnen gesprochen hatte. Und von da an habe ich gesagt, also da muss was geschehen. Und da habe ich mich entschlossen, auch Führung zu machen. Wissen Sie, warum man das macht? Aus Respekt vor Gott. Nun bin ich keine Theologin und ich werde also hier nicht irgendwelche theologischen Vorträge halten. Mir ist wichtig, dass die Leute sehen, wie wir leben, wie wir beten, dass wir ganz normal sind. Und ich finde, das sollte auch bekannt sein. Also es soll sich jeder bei uns im Gottesdienst wohlfühlen. Die jüdische Gemeinde bemüht sich um Öffentlichkeit, um Transparenz. Von innen nach draußen und von draußen nach innen. Die jüdische Gemeinde hat heute wieder einen festen Standort in der Stadtgesellschaft. Auch dahingehend, dass wir schon auch den Eindruck haben, dass wir durch die Stadtgesellschaft und aber auch durch die Politik und den Stadtrat Unterstützung und Solidarität finden. Das sind die Gebetsriemen, die man braucht, wenn man das Morgengebet spricht. Das ist ja für den Arm, der wird 7-mal gewickelt, sehen Sie? Sowas bekommt man zu Bar Mitzwa, kostet so viel wie ein Computer und löst nicht unbedingt bei allen Jugendlichen Begeisterung aus, wenn sie sowas geschenkt kriegen. Oder so gemacht, das ist, damit es nicht zu teuer wird. Aber das Das ist ein Schofar. Ja. Ich als Vorsitzender finde den interreligiösen Dialog schon richtig und wichtig. Die Voraussetzung dafür, die ich an den Dialog binde, ist das Prinzip des Respekts gegenüber anderen Religionen und anderen weltanschaulichen Ansichten.
Wir haben sehr guten Kontakt zur Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Da findet ein reger Austausch statt. Wir unterstützen uns gegenseitig. Weil es wichtig ist, dass man eben in den Dialog kommt, ne? Dass man sich miteinander austauscht. Das ist ganz wichtig. Ne? Ich merke das immer, ich mache ja auch sehr viele Führungen hier in der Gemeinde und halte viele Vorträge, wie wenig Wissen eigentlich da ist über das Judentum. Am Ende des Schabbat, wenn mindestens 3 Sterne am Himmel sichtbar sind, dann verabschieden wir uns von diesem heiligen Tag mit der Zeremonie der Haftalah. Nach dem Holocaust suchte man nach einer Möglichkeit, dass so etwas nicht wieder passiert. Und das Beste ist, wenn man zusammensitzt, sich in die Augen schaut und miteinander spricht. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mesamim. Über die Wohlgerüche. Geben Sie es mal weiter. Sie sollen alle den Geruch des Schabbat mit in die Woche nehmen. Wir machen Konzerte, Lesungen, Studienreisen, alles Mögliche. Und es ist also so, dass immer ein jüdischer, ein katholischer und ein evangelischer Mensch den Vorsitzenden bildet, immer abwechselnd. Über 90% sind christlich. Und nur ganz wenige jüdische Menschen. Erstens, weil wir ganz wenige sind. Und zweitens, weil wir den christlich-jüdischen Dialog jeden Tag zwangsläufig haben. Ich engagiere mich in der Gesellschaft, auch aus biografischen Gründen. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in Burg Steinfurt, gehörte zuvor einem Juden, der in Theresienstadt umgekommen ist. Das habe ich dann als Kind erfahren und seitdem bewegt mich das Verhältnis zu den Juden. Wir merken ja tagtäglich im Fernsehen, in Nachrichten, dass irgendwo wieder ein antisemitischer Übergriff passiert ist. Und ja, ich meine, es muss noch sehr viel mehr unternommen werden. Freunde und auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde sprechen mich immer wieder darauf an, sobald ich die Synagoge verlasse, die Kippa auch abzusetzen, die Kopfbedeckung. Das mache ich nicht, wenngleich ich auch verstehen kann, wenn andere es sehr wohl machen. 70 Jahre nach dem Holocaust kann es doch nicht sein, dass von uns als Juden wieder erwartet wird, möglichst maximal unauffällig durch Deutschlands Gassen zu schleichen. Das sehe ich nicht ein. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Es hat mit uns zu tun, aber es ist nicht unser Problem. Ich habe öfter schon Stadtrundgänge gemacht, wo ich daran erinnert habe, dass bereits im 13. Jahrhundert hier in Münster die erste Synagoge gestanden hat. Und wir gehen dann auch an den Gedenkstein, wo auf Hebräisch und Deutsch die Frage steht, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Und wir beantworten sie in Bezug auf die Christen und die Juden hier in dieser Stadt gerne mit ja, das sollst du. Als Jude für die Christen, als Christ für die Juden. Wenn die jüdische Gemeinde attackiert wird, ist die Stadtgesellschaft sehr hellhörig und macht deutlich, dass sie solidarisch ist mit der Gemeinde und sich auch schützend vor die Gemeinde stellt. Das haben wir auch schon erlebt und das finden wir gut und das macht uns zuversichtlich. Alles? No, ich kann noch weiter. Ich habe mich schon abgestüpselt. Okay, dann Kameras aus.